Meine lieben Kreativlinge, ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es nicht glauben. Ich darf. Ach, ich freue mich einfach so. Wie will ich sagen? Also, ne, ich finde es die Worte gerade nicht. Das ist eine Riesenfreude, eine Riesenehre, dass ich jetzt schon die vierte Kooperation mit Globalent machen darf. Es ist eine mega, mega Ehre. Die andere Sachen, die ich ja vor dem letzten Kooperation gemacht habe, die ja, ist das letzte Video schon online gekommen. Aber jetzt muss die Kooperation erstmal raus, weil die ist jetzt die aktuelle. Auf jeden Fall sind die Sachen gestern angekommen. Und meine Bestellung übrigens auch. Seht ihr auf Instagram. Ach, was soll ich sagen? Ich freue mich einfach nur so. Ich freue mich einfach mega. Was ich mir alles raussuchen dürfte, werde ich in der Infobox verlinken. Mit einem Code, der Natta10 ist. Also, ihr dürft den nutzen. 20, 30, 1000 Mal. Ich nutze den selber auch. Jetzt wieder auch bei meiner letzten Bestellung. Habe ich den auch wieder genutzt. Zuerst einmal habe ich mir diese Häuschen ausgesucht. Die haben diese Nummer. Sind zwei Häuschen. Ich habe mir die tatsächlich ein bisschen größer vorgestellt, aber ist nicht tragisch. Ich denke, ich kann es trotzdem umsetzen. Vielleicht so. Ja, diese zwei Häuschen. Gibt es ja von namenhaften Herstellern auch welche. Ich weiß allerdings, ich glaube, die sind sogar einen Ticken größer, aber ist nicht schlimm. Ich finde die trotzdem süß. So, dann mit dieser Nummer. Oh, die standen schon jetzt länger auf meiner Wunschliste auch. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, nutzt es. Und pack sie zu deiner Kooperation. Mit diesmal ist es wirklich alles nur Standschablonen, ne? Fangen wir so an. So. Das sind ganz kleine Pillowboxen. Total süß, also richtig knuffig. Und man kann die verzieren. Das werde ich natürlich mit euch machen, also gar keine Frage, sonst würde ich mir die Sachen nicht raussuchen. Dann muss ich sie machen. Wisst ihr, wie ich meine? Dann muss ich es machen. Nicht nur kaufen, sondern ich muss dann. Aber die sind echt zuckersüß. Wie gesagt, die standen jetzt schon länger auf meiner Wunschliste. So, und jetzt wird es Halloween-mäßig. Das hat die Nummer. Da sind ganz, ganz verschiedene Sachen dabei. Da haben wir einmal so einen, ja, einen Gruselbaum, da haben wir einen Kürbis, da ist ein Rabe, noch ein Rabe. Dann ist, ne, das ist hier so ein Rahmen mit Grabsteinen. Da haben wir eine Spinne, da haben wir eine Fledermaus, da haben wir zwei Zombiehände, da ist eine Hexe, da ist noch eine Fledermaus und da haben wir einen Geist. Das ist ein sehr schönes Set. Total ausgewogen. Meine Packliste. Also diesmal habe ich nur Standschablone, ne? So, das ist das Set. Sieht man leider schlecht. Aber da haben wir einmal Schmetterlingenknochen, da haben wir so ein Flakon. Wie heißt wieder ein Hexenkessel? Da haben wir eine Katze, da haben wir Hände und Füße. Cool. Da haben wir Hexenbeine. Oh, ich hab. Oh, ich. Mal schauen, ob ich heute noch was zum Basteln kriege. Noch ein Flakon, Hexenhut. Da haben wir so eine Tiegel. Da haben wir noch einen Grabstein. Noch ein Spinnennetz. Ein Hexenbesen. Da haben wir noch einen Kürbis, der guckt ein bisschen traurig. Ja, da Spinni. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine Maus. Das könnte eine Maus sein. Hier ist die Nase, da ist die Ohren und da ist der Schwanz. Das könnte eine Maus sein. Aber auch sehr cool, dieses Set. Ja, ich sage ja, Halloween passt ja sowieso grundsätzlich, ne? Halloween geht immer. Meine Lieben, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn ihr
Wenn ihr was von Globaland möchtet, nehmt gerne meinen Rabattcode. Also ich kriege jetzt kein Geld dafür. Na, da braucht ihr keine Angst haben. Ich mache halt bezahlte Werbung. Aber es macht unglaublich Spaß und ich bin von den Sachen von Globaland überzeugt. Ja, es war einmal ein Fehler drin, was ich bis jetzt hatte von meinen ganzen Sachen. Ich bestelle ja auch für mich. Einen Fehler hatte ich bis jetzt gefunden. Das war bei dem einen, bei einer Standschablone. Da hat die nicht richtig gestanzt. Aber das war jetzt nicht tragisch. Das konnte man mit einer Schere ausgleichen. Aber wie gesagt, die anderen Sachen bin ich davon überzeugt. Zu 1000%. Naja, zu 100%. Ich liebe diesen Shop. Der hat es mir echt angetan. So, genug gelabert. Ich werde mich jetzt schon mal ransetzen. Zumindest schon mal so ein Ding machen. Derweil bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.